Hey Formel 1 Freaks, die Saison 2022 war für Sergio Perez die beste bisher in seiner gesamten Karriere. Mit 2 Siegen und dem 3. Gesamtrang hat er da noch nie etwas Besseres erreicht bisher und er ist fast sogar Vize-Weltmeister geworden. Es ging nur um 3 Punkte, hätte er 3 Punkte mehr geholt, dann hätte er Charles Leclerc geschlagen und wäre Vize-Weltmeister geworden. Aber im Angesicht von seinem Teamkollegen Max Verstappen, der diese Saison so dominant war und viele Rekorde auch gebrochen und neue geholt hat, ist es schon so, dass Sergio Perez so langsam als Nummer 2 abgestempelt wird. Denn Max Verstappen hat in der Saison 2022 15 Siege geholt und locker den WM-Titel gewonnen. Ja, und wenn man das mal vergleicht, dann wird langsam aber sicher klar, dass Sergio Perez die Nummer 2 bei Red Bull sein wird für die nächsten Jahre oder zumindest eben halt so lange, wie er bei Red Bull fahren wird. Man weiß ja nicht, wie lange er da überhaupt noch bleiben wird. Sein Vertrag läuft auf jeden Fall bis Ende 2024, aber wie es danach weitergeht, das weiß bis jetzt noch keiner. Manche vermuten, dass Daniel Ricciardo eine Gefahr für Sergio Perez darstellen könnte bei Red Bull, denn er ist ja jetzt der neue Testfahrer und es könnte ja sein, dass er ihn irgendwann ersetzt. Aber Sergio Perez hat gesagt, denn man hat ihn darauf angesprochen, dass er sich sehr gut mit Daniel Ricciardo versteht und dass er da keine Sorgen hat. Er sagt, für ihn wird sich dadurch nichts ändern. Aber insgesamt ist es schon so, dass Max Verstappen Sergio Perez so arg dominiert, dass man schon das Gefühl haben kann, er könnte der neue Valtteri Bottas werden bei Red Bull, also der Wasserträger über viele Jahre, und man hat natürlich dadurch auch Christian Horner jetzt mal darauf angesprochen, ob er denn glaubt, dass Sergio Perez jemals Weltmeister werden kann, zumindest gegen Max Verstappen. Und auf diese Frage hin ist Christian Horner ein bisschen ausgewichen. Er hat das ein bisschen umschrieben alles, aber man kann zwischen den Zeilen heraushören, dass er im Endeffekt gemeint hat, dass er nicht glaubt, dass Sergio Perez Weltmeister gegen Max Verstappen werden kann. Er hat Folgendes dazu gesagt: Man muss die Saison als Ganzes betrachten. Und ich denke, dass sowohl Checo als auch Charles verpasste Chancen bedauern werden. Und für Charles waren es ein paar mehr als für Checo. Man muss die Leistung über ein Jahr hinweg betrachten und nicht ein einzelnes Rennen. Und Checo hatte das beste Jahr, das er je in der Formel 1 hatte. Er hat den großen Preis von Monaco gewonnen und seine Fahrt in Singapur war herausragend. Ich glaube, das war der beste Grand Prix, den ich je von ihm gesehen habe. Und ich denke, er wird sehr viel Positives mitnehmen. Es ist das erste Mal, dass er in dieser Meisterschaft unter den ersten 3 Plätzen gelandet ist. Und ich denke, er wird auch aus diesem Jahr viele Lehren ziehen. Aber ich denke, dass Max auf einem Niveau fährt, bei dem ich mir nicht sicher bin, ob irgendjemand mit der Art und Weise, wie er im Moment fährt, in der Lage wäre, das zu wiederholen, was er in diesem Jahr geleistet hat. Ja, da hört man auf jeden Fall heraus, dass er Checo Perez nicht als potenziellen Weltmeister sieht. Das mag sich vielleicht noch irgendwann ändern, wenn Checo andere Leistungen zeigt, aber mit den momentanen Leistungen, die einfach so weit weg sind von Max Verstappen, da merkt man schon bei Christian Horner, dass er da nicht sehr zuversichtlich ist, dass Checo Perez Weltmeister werden kann. Aber das ist ja auch nicht wichtig für Red Bull Racing. Es reicht ja, wenn ein Fahrer Weltmeister wird und der andere so viel Punkte holt wie möglich, dass zumindest die Konstrukteurs-WM gewonnen wird und im besten Fall, dass die beiden Red Bull-Fahrer Platz 1 und Platz 2 in der WM belegen. Das ist alles, was ein Team erreichen muss, und wenn sie Max Verstappen als Siegerfahrer haben, dann braucht Sergio Perez im Prinzip ja nicht mehr gewinnen. Aber es ist auf jeden Fall so, und man merkt es ihm an, dass Sergio Perez gewinnen will. Das hat man zum Beispiel vor allem in Brasilien gemerkt, als er ziemlich sauer war gegen Max Verstappen, weil er ihn nicht mehr zurück vorbeigelassen hat. Da merkt man schon, dass er ehrgeizig ist und dass er gewinnen will, aber dazu muss er eben Max Verstappen schlagen. Das ist die einzige Methode, um ihn aus der Nummer 2 Rolle herauszuholen. Aber wenn es nach Max Verstappen geht, dann sollte ein Nummer 2 Fahrer auch irgendwann akzeptieren, dass er die Nummer 2 ist und dass ein Team eben nur so funktionieren kann. Er hat hier in einem Interview Valtteri Bottas als Beispiel genommen, aber man merkt ihm an, dass er hier unterbewusst auch irgendwo auf Sergio Perez anspielt. Er hat Folgendes gesagt: Jedes Jahr fing er von vorne an, aber nach ein paar Rennen wird klar, dass es wieder nicht klappen wird und du akzeptierst deine Rolle im Team. Er schaffte es dennoch ein paar Mal aufs Treppchen, gewann auch ein paar Rennen und eroberte einige Poles. Du musst akzeptieren, dass der Fahrer an deiner Seite einfach etwas besser ist als du. Das ist in Ordnung, sowas kann passieren. Und es war wichtig, dass Bottas dies akzeptiert hat.
Einige Fahrer können das nicht und das geht dann so richtig schief, denn sie werden sich nicht lange halten können. Ich nenne jetzt keine Namen, aber du musst deine Rolle im Team akzeptieren. Du kannst nicht in einer Fantasiewelt leben. Ja, das war Max Verstappens Aussage und ich glaube, er spielt hier indirekt auch ein bisschen auf den Zwischenfall in Brasilien an und dass er hier eben auch zwischen den Zeilen Sergio Perez meint. Er hat zwar größtenteils über Valtteri Bottas gesprochen, aber ja, wir wissen alle, dass Checo und er momentan ein bisschen Zoff haben und ja, wir werden sehen, wie das weitergeht. Ich hoffe, Checo kann mal richtig um die WM kämpfen, das wäre schon echt interessant. Er muss auf jeden Fall nächstes Jahr ein bisschen zulegen und dann können wir gespannt sein und das Ganze genießen. Ich hoffe, euch hat dieses Thema gefallen. Ich bleibe auf jeden Fall am Ball für euch in der Formel 1. Bis zur nächsten Folge. Ciao!